bisschen zu, keine Ahnung, was ist Flat 4, wenn man darüber redet oder sowas, aber. Du kannst auf jeden Fall sicher sein, wenn irgendwas nicht passt, wird es in den Weiten des Internets korrigiert werden. Deshalb. Das finde ich eigentlich schon ganz witzig. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man einfach sagt, wir blabbern mal einfach drauf los. Ja. Du kannst eigentlich schon anfangen, aber ich habe vor 2 Minuten schon auf Hast du schon Rekord angefangen? gedrückt. Ja, es ist Okay, fangen wir einfach mal an. Also, 10 past 10, der Podcast mit Mr. E und Dr. M. Der Podcast, der sich hauptsächlich um das Hobby Uhren dreht. Irgendwie ein Hobby, was uns beide zusammengebracht hat. Ich würde sagen, wir stellen uns mal gegenseitig vor, kurz. Und dann reden wir mal drüber, warum wir diese Leidenschaft gefunden haben. Aber heißt es jetzt, du stößt mich vor und ich stehe dich vor? Nee, ich finde, jeder sollte sich Ja, selber ich wollte gerade, weil vorstellen. sonst fangen wir gleich mit den ersten Richtig, genau. Blödsinnigkeiten an. Aber wir können ja mit der allerersten Frage anfangen, bevor wir uns so vorstellen. Weil ich finde nämlich die nächste Frage, die dann kommt, leitet ganz gut in, wer ist man eigentlich und wo kommt man her? Und jetzt machen wir die obligatorische Frage: Was trägst du heute am Handgelenk? Immer was die Hörer draußen interessiert und auch die meisten Uhren-Enthusiasten. Was trägst du am Handgelenk heute? Also, viele werden sich eh darunter was vorstellen können, aber aktuell trage ich die neue Rolex Explorer 1 am Arm. Auch ein ganz neuer Neuzugang eigentlich, jetzt kurz nach Weihnachten, kann man sagen. Man muss dazu Und sagen, Neuzugang heißt bei dir immer neu, weil du kriegst sehr viele neue Uhren in letzter Zeit. ja, das letzte Jahr war ein bisschen intensiv, das stimmt, ja. Okay. Aber nach der verzehrst du dich schon seit längerem. Ja, also eigentlich ist es so, dass von der Geschichte her die relativ schnell einmal auf der Liste ganz weit oben gelandet ist. Ja. Und auch mit einem recht einfachen Zugang, und zwar zu sagen, die wird nicht am Zweitmarkt gekauft, weil sie nach wie vor in der Form, wie sie ursprünglich einmal gedacht war. Natürlich, die Zahlen sind ein bisschen anders und das Kaliber ist mittlerweile ein anderes, ist eh ganz logisch, ja, aber zumindest was die Formsprache des Gehäuses und so betrifft, nur so erhalten ist, wie sie ursprünglich einmal angedacht war. Und damit war für mich klar, okay, warum soll ich für die, keine Ahnung, über Listenpreis zahlen, wenn Ja. sie nach wie vor so verfügbar ist. Ja. Und seit ich sie jetzt habe ich eigentlich jetzt nur die Uhr getragen, was Eine Woche jetzt, glaube ich, oder eineinhalb, 2 Wochen, zwei jeden Wochen Tag jetzt. am Arm. Ja. Ja, zeitloser Klassiker, wunderschöne Symmetrie und Understatement Rolex. Man kennt Ja. sie oder man kennt sie nicht. Es ist Also, kein Bling-Bling. ja, das hat sie ja bestätigt, weil die Schwiegermutter hat gesagt, ja, eine von den schönen Rolex-Uhren, die ja nur aus einer Generation kommt, wo für viele Rolex diese goldene Zuhälteruhr war. Ja. Und damit war das für mich so der Stempel, okay, kann man tragen, ja. Das ist das Erste, was mein Vater zu mir gesagt hat, als ich meine neueste Rolex damals gezeigt habe. Er so, boah, Zuhälteruhr. Das haben früher nur die in Hamburg getragen. Ich muss ihm fast ein bisschen recht geben. Das ist auch das Geile an Rolex. Schnell zu meiner Uhr. Ich trage die Tudor Black Bay. Wahrscheinlich eine der Uhren, die letzten 2, 3 Jahre extremst hochgepusht sind auf dem Markt. Der kleine Bruder von Rolex, wie man so schön sagt. Preislich noch immer noch der Hammer. Ich glaube, ich hatte sie irgendwie für 3.300 € gekauft. Jetzt haben sie, glaube ich, die Preise erhöht. Aber einer der schönsten Uhren in der Preislage. Klassisch Vintage-Look. Und ich trage sie am Hirschband. So kurz, um zu erklären. Ach, kurzer Einwand, wir sind natürlich auf Instagram, 10 past 10 Watch Club. Da posten wir auch die Uhren immer, könnt ihr euch anschauen, also seht ihr sie da auch. An einem olivenen, nylonartigen Ich glaube, es ist Material, Kautschuk, oder? Kautschukband. Zumindest gibt es der Uhren eine ganz, ganz andere Optik und sportlich und Die ich liebe sie. Arne steht da von Hirsch. Die Arne von Hirsch. Zumindest. Also, Shoutout an Hirsch. Ihr macht richtig gute Bänder. Nein, ist keine Werbung, aber man kann es ja auch mal sagen, wenn gute Produkte draußen sind. Und diese Uhr trage ich viel. Trage ich super gern, wenn ich schwimmen gehe, wenn ich rausgehe in den Wald. Also, es ist für mich so ein Daily Rocker und auch eine Uhr. Wenn man sie kennt, kennt man sie. Wenn nicht, dann ist es nicht gleich. Oh mein Gott, was trägt er da am Arm? Ja. Und das Interessante da war ja, da gibt es eine zweite dazu, die du mittlerweile nicht mehr besitzt, oder?
Genau. Achso, ja, man kann auch sagen, oh, gut, dass du es sagst, da hätte ich nämlich gleich eins auf den Deckel gekriegt. genau, das ist die Uhr, die ich meiner Verlobten zur Verlobung geschenkt habe. Man kann vielleicht kurz sagen, was leicht Privates, bei uns war es ein bisschen umgekehrt. Sie hat mir den Antrag gemacht. Mhm. Ich habe den Ring bekommen, ein Siegelring mit schwarzem Stein. Und ich hatte zwei Uhren gekauft, beides dieselbe, für mich in Rot und in Schwarz. Und ich habe das Glück, dass sie sich auch seitdem für Uhren interessiert. Und wir haben uns dann entschieden, um auch nochmal andere Uhren kaufen zu können, dass wir die rote sozusagen zurück auf den Markt schmeißen. Und dafür hatte ich dann eine Explorer 2 gekauft, zumindest mit Teilen des Erlöses. Mhm. Und die schwarze bleibt, weil das ist, wie gesagt, die Verlobungsuhr. Ich trage sie viel, sie trägt sie viel. Eine Frau, die auch Sportuhren sehr gern trägt und finde ich auch als Frauenuhr super. Ist das auch der Grund, wieso sie am Hirschband ist? Weil genau. Okay. Also ich habe sie gar nicht mit Stahlband, weil ich habe sie gekauft mit diesem Lederband, wobei ich sagen muss, das Tudor-Lederband ist nicht gut, also hat mir nie getaugt. Was stört dir an dem? Es ist so ein hart, es ist einfach kein schönes Leder. Mhm. Es hat so eine, boah, wahrscheinlich werden jetzt Leute draußen schreiben, wie man es nennt, aber es hat so eine Faltschließe am Lederband, aber es wirkt irgendwie nicht gut. Aber vielleicht tue ich sie auch mal, kann ich mir auch mal ganz gut vorstellen, ein Kroko-Schwarz zum Beispiel, wenn man es mal ein bisschen classy macht. Ja, aber genau, sie ist an einem normalen Band, damit wir beide die Uhr tragen können. Genau. Sehr schöne Uhr eigentlich, ja. Ich muss ja sagen, von der Größe her, es ist ja erstaunlich halt bei der Caro, dass ja die, quasi, da gibt es ja die kleine Schwester, die Black Bay 58, dass ja aber die Größe eigentlich sehr gut steht jetzt mit der Die Größe. Du hast, oder? Die habe ich sonst noch. Und ich muss sagen, mir wäre die ein bisschen zu groß. Man muss natürlich sagen, dass Dr. M. ist ein großer, großer Mann, der aber sehr kleine Handschuhe hat und dadurch sehr gut kleine Uhren tragen kann, ja. Wie auch die Explorer, die bei mir natürlich zu klein aussehen würde. Ist ja, glaube ich, auch 39 mm. Die Explorer hat 36. 36. Oder nicht einmal, ich glaube, also ich muss ja dazu gestehen, wir werden da jetzt nicht versuchen, irgendwie technisch in die tiefsten Details einzusteigen, weil dafür fehlt uns aktuell auch nur das Wissen. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sie 35, irgendwas. Okay. Also nicht einmal ganz 36 mm, die Explorer. Ja. Also ihr seht jetzt natürlich leider nicht. Wir überlegen auch in der Zukunft, ob wir vielleicht, und ich trage die Uhr falsch rum, ist natürlich großartig, ob wir vielleicht auch mal Video dazu aufnehmen. Aber ja, ich finde sie ist okay, aber sie wäre mir eigentlich fast ein bisschen zu klein. Sie ist ein bisschen klein, ja. Ja, wenn du es schon sagst, warum wissen wir nicht so viel über die technischen Details? wir können ja mal von vorne anfangen. Ich glaube, zwei Dinge, die man ganz klar sagen kann. Du bist Österreicher, ich bin Deutscher. hört man. Für die, die sind non-sicher geworden. Ja. Genau, wir vertragen uns trotzdem ganz gut. Ja. Und dann fragen wir doch mal, oder frage ich dich einfach mal, was war denn deine erste Uhr? Und jetzt, um auch so ein bisschen nochmal in die Vergangenheit zurückzuschauen, geht es jetzt nicht um, was war die erste Luxusuhr, was war das erste Sammlerobjekt, sondern eigentlich, hast du als Kind auch eine Uhr getragen? Eigentlich, also als Kind? Du meinst so Flickflack, also so in der Flickflack-Generation? Ja, zum Beispiel, ich war mit meiner Mutter mit 3 Jahren auf Mallorca und da hat sie mir eine Flickflack gekauft. Und ich habe innerhalb von einer Woche das Uhrenlesen gelernt irgendwie. Es war schon so, erzählt meine Mutter heute irgendwie noch, ganz stolz. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Leistung ist, aber irgendwie war das für mich so, alle in meiner Umgebung haben Uhren getragen und ich wollte irgendwie auch eine. Es war eine blaue Flickflack mit Karoband und Raketenzeigern. Karoband? Ja, es sah aus wie so eine Zielflagge. Schwarz-weißes Karree sozusagen. Und es hatte schwarz-weiße Raketen als Zeiger. Also die erste Rennfahrer quasi. Anscheinend. genau, und irgendwie hat sich das dann bei mir auch so weiter durchgezogen. Also ich habe immer mal wieder Uhren geschenkt bekommen, Casios, von meinem Vater, wie man die ganz dicke da war, der war auf den Asien früher, der hat mir dann irgendwie so manchmal ein paar Fakes mitgebracht, was ich irgendwie natürlich gar nicht gecheckt habe, irgendwie mit einer Breitling-Fake rumgerannt mit 14 oder sowas. Richtig, heute würde man sagen, richtig affig, aber irgendwie damals habe ich es gefeiert. Ja, und irgendwie ist das so bei mir entstanden. Hattest du eine Uhr, an die du dich erinnerst, oder ist es irgendwie erst so mit dem Abi, oder hier heißt es ja Matura? Matura bei uns, ja. Also
Also von familiärer Seite eigentlich gibt es dazu keine Erinnerung. Ich habe als Kind schon Uhr getragen, ich konnte aber jetzt nicht sagen, was das war. Ja, es hat dann zwischendurch natürlich diese Phase der Kaugummi-Uhren gegeben. Ich weiß nicht, ob das erst bei mir Thema war. Wir müssen ja dazu sagen, wir haben einen leichten Altersunterschied von ein paar Jahren. Ja. Das stimmt. Aber bei mir, wie ich so 6, 7 war ja genau diese Zeit mit diesen fetten Plastikuhren, wo die Kaugummis drinnen waren. Ah, ja, ja. Ja, habe ich nie bekommen, weiß ich aber. Ja, okay. Genau. Und das, also zur Phase habe ich schon gehabt, aber ich weiß, das war eigentlich nicht zum Zwecke der Uhr, sondern zum Zwecke des Kaugummis. der furchtbar grauslich war und wie nach wie vor ist wahrscheinlich, ja. Aber wahrscheinlich haben sie irgendwo eine Verwendung finden müssen für diese Münzautomaten, wo man den Kaugummi runterdrehen kann. Vielleicht haben sie das einfach irgendwie anders verwerten müssen. Und das ist so eine Erinnerung an Uhren als Kind jetzt. Und dann zur Schulzeit habe ich eigentlich schon immer Uhren getragen, aber hauptsächlich Modeuhren. Und das Interessante für mich ist halt, dass das nicht aus irgendwie aus der Familie gekommen ist, sondern ich habe das halt für mich selber gesagt, das ist halt irgendwie so ein Teil, das ich gerne jeden Tag tragen möchte. Das war aber, ob das, keine Ahnung, irgendwelche modischen Fossil-Dieseluhren waren dann eine Zeit lang dabei, da habe ich eine gehabt, die ich sehr viel getragen habe. Hast du so eine Dave Wellington? Naja, die war nicht, das ist bei mir nie angekommen. Das Interessante ist da, dass ich eigentlich in der Zeit ganz einen anderen Geschmack und abgedrehteren Geschmack gehabt habe. Also gerade diese Dieseluhren sind ja eigentlich extrem riesig. Also die waren ja, diese ganz fetten. Ja, und das war immer schon zu groß eigentlich für mein Gelenk. Und das hat eigentlich nie so wirklich gepasst. Habe die dann auch irgendwie über die Zeit wieder irgendwie angebracht, über Willhaben oder irgendwie weitergeschenkt oder was weiß ich. Willhaben ist übrigens die österreichische Variante von eBay-Kleinanzeigen. Also, das gibt es wirklich in Deutschland. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Okay. Genau. Aber ja. Ja, ich hatte Nixon. Das war diese Skater-Marke. Mhm. Das war irgendwie eigentlich nur in der Snowboard- und Skate-Szene. Mhm. Aber ich kann dir auch nicht sagen, warum mich Uhren eigentlich schon immer faszinieren, weil mein Vater, also meine Großeltern, die hatten Omega-Uhren, aber da gibt es dieses Two-Tone-Modell aus den 80ern, da muss ich nochmal, so viel zur Vorbereitung, nochmal nachschauen. Die war sehr modern, also fällt heute nicht mehr unter die coolen Omega-Modelle in Anführungszeichen. Okay. Und meine Mutter hatte auch immer eine Omega, sie hat also eine Seamaster in weißem Ziffernblatt, die trägt sie eigentlich auch schon immer. Aber mein Vater hat zum Beispiel mit Uhren gar nichts am Hut. Mhm. Und auch meine anderen Großeltern gar nichts. Das heißt, bei mir gab es auch nie dieses eine Uhr weitergeben. Mhm. Aber irgendwie hatte ich immer die Motivation, schon als ich in der Schule war, wenn ich irgendwann mal Geld verdiene, kaufe ich mir eine gescheite Uhr. Mhm. Und das war wirklich so ein innerer Antrieb. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Ich glaube, es hat auch was, das kann man glaube ich auch ganz klar sagen, mit Statement zu tun. Ja, weil wenn du eine gute Uhr trägst oder ganz klassisch, wenn man es jetzt auf Rolex reduziert, Rolex trägst, sagst du natürlich was aus. Mhm. Du sagst natürlich aus, okay, in Anführungszeichen, ich habe es geschafft oder ich kann mir was gönnen. Ne? Mhm. Und als ich dann mein Studium fertig hatte, da habe ich mir meine erste, und da kommen wir vielleicht gleich auf die nächste Frage, womit hat die Sucht eigentlich angefangen, habe ich mir die erste gescheite Uhr, für mich gescheite Uhr gekauft und das war die Junghans Max Bill mit Quarz. Mhm. Wann war das? Ich glaube so mit 23 und da war Black Friday, ich glaube damals war Black Friday noch was ganz Neues und irgendein Online-Händler hat sie irgendwie für 30% günstiger angeboten, da gab es noch Rabatte bei Uhren, ich weiß nicht wie das jetzt ist, aber genau und dann habe ich mir die bestellt, weil das war für mich so ein absoluter Klassiker und das ist es ja immer noch, also es ist... Aber das ist die diesen Design Award gewonnen hat, genau, oder? Max Bill. Genau, also dieser Max Bill war ja, jetzt gefährliches Halbwissen, war ja ein Bauhaus-Designer und die ist ja auch vom Style Bauhaus. Mhm. Und Junghans war übrigens mal der größte Uhrenhersteller in Europa, sage ich super freakig, weil die auch ja, so Wecker hergestellt haben und so weiter. Und der hat dieses Design gemacht und diese Uhr gibt es natürlich immer noch. Ich denke mal, die Zuhörer und Uhrenenthusiasten kennen sie alle. Mhm. Genau, die habe ich mir damals gekauft und habe sie mit Liebe getragen. Das Problem ist leider, dass das Glas so also ein Plexiglas ist. Das heißt, die bricht sofort. Mhm. Ich hab's dann, weil das ist ja auch so ein ovales Glas. Ovales, genau, es ist nicht so leicht bombiert und genau. Hat eigentlich keine Lünette in dem Sinn, oder? Sondern nee, das ist, genau, direkt, ist ganz clean, direkt an der Uhr angesetzt, weißes Ziffernblatt,
Genau, dann damals war sie, hatte ich sie noch an diesem Stahlband, also es war so ein gewebtes Stahlband. Zur Milanese ist das ja. Genau, ne? Das habe ich jetzt aber abgemacht, weil ich finde leider, dass halt ganz viele, so wie Dave Wellington und so diese billigen Amazon-Uhren haben halt alle dieses Band. Mhm. Und irgendwie kann man, wenn man keine Ahnung hat, sieht man eigentlich nicht, dass es eine schöne spezielle Uhr ist. Und deshalb habe ich es jetzt an einem grünen Lederband und es sieht sehr gut aus, trägt Caro übrigens auch sehr gerne, weil sie mir jetzt eigentlich zu klein ist. Mhm. Was habt ihr für einen Durchmesser? Ich glaube auch 39 mm. Okay. Ja. Genau. Aber irgendwie ist sie mir jetzt. Aber ich, wenn, dann trage ich sie einfach mit Lederbändern außenrum, dass sie einfach ein bisschen eingebettet ist. Mhm. Genau, und das war so meine erste Uhr, wo ich so gedacht habe: boah, geil. Was hat die damals gekostet? Ich glaube, ich habe 730 Euro bezahlt und sie war irgendwie bei 900. Ja. Und da liegt sie jetzt immer noch, ich glaube 990 Euro mit dem Quarz. Es gibt noch die bessere Variante mit Chronograph oder auch mit Automatik, da liegt sie irgendwie bei 1400. Mhm. Genau, und ja. Aber es war natürlich für mich damals eine unglaubliche Anschaffung. Mhm. Habe ich mir auch lange überlegt und dann war es halt irgendwie reduziert und dann habe ich bestellt und dann dachte ich mir so, boah, krass, so viel Geld für eine Uhr. Aber das ist, du hast die Uhr online bestellt und ja, hast sie nicht anprobiert, bevor du sie gekauft hast. Nee, weil das hätte ich mich gar nicht, also ich hätte mich mit 22, 23 gar nicht getraut, in ein Uhrengeschäft zu gehen. Ich wusste auch gar nicht, ob es in aus meiner Heimatstadt, ob es da einen Händler, ich glaube, jetzt gibt es dieses Oro Vivo, das ist so eine Kette, die haben, glaube ich, Junghans. Aber damals hätte ich gar nicht gewusst, wer das hat. Und ich hätte auch gar nicht das Prinzip Uhrengeschäft oder Konzessionär verstanden. Mhm. Ja? Deshalb, ne, ich habe sie bestellt, weil ich sie schon öfters mal gesehen hatte und mir dachte, die brauchst du. Mhm. Aber das ist, du hast bei Junghans direkt bestellt? Nee, es war ein Online-Händler. Okay. Weil ich glaube, bei Junghans kann man ja online bestellen, wenn mir nicht alles täuscht. Das damals noch nicht, glaube ich. Okay. Die Uhrenfirmen haben ja jetzt erst verstanden, dass E-Commerce stattfindet. Übrigens in der Branche, in der ich arbeite. Mhm. Was war deine erste gescheite Uhr? Also, ich muss sagen, meine erste gescheite Uhr, also da gibt es zwei Geschichten eigentlich. Das eine ist eine Timex, ja, das hätte man jetzt vielleicht anschauen sollen, aber da gibt es eine Archivkollektion von Timex. Okay. Und da gibt es halt eine Variante, die so einen erinnert irgendwie so Military Look, also die hat auch so ein leicht ausgefranstes grünes NATO-Band und ein schwarzes Ziffernblatt und wird halt so mit Vietnamkrieg irgendwie vermarktet und so, und die habe ich halt vom Design her irgendwie sehr, sehr schlicht gefunden. Da war dann eben der Wechsel von diesen eher unpassenden zu großen Uhren mit diesen komischen Ziffernblättern und komischen Designfragen, sondern ja, eher ganz ein schlichter Chronograph. Und die habe ich irgendwo in Berlin im Urlaub, glaube ich, gesehen. Und die hat damals, oder die kostet, glaube ich, nach wie vor 150 Euro. Ja. Und ich bin halt in diesem Laden drin gestanden und habe halt, ich habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich jetzt nicht viel Geld im Verhältnis zu den anderen Luxusuhren, die es so gibt. Ja. Aber man hat halt irgendwie dann so diese Phase, wo man sagt, ach, soll ich jetzt wirklich 150 Euro für eine Uhr ausgeben? Und habe aber dann gesagt, nein, ich nehme sie jetzt nicht mit, weil wenn irgendwas ist, kann ich sie jetzt auch nicht zu dem zurückbringen oder so. Und habe ja auch nicht gewusst, dass man das online auch machen kann. Natürlich. Und war dann zu Hause und habe dann online auf Timex doch nur mal nach der Uhr gesucht, habe dann in meiner Weisheit auch, ich glaube, 10, 15 Minuten gebraucht, um auf der Homepage den Button zu finden, wie man von der normalen Kollektion auf die Archivkollektion kommt. Und habe mir gedacht, die Uhr gibt es gar nicht von Timex mehr. Okay. Und das hat dann weggepasst, habe die dann online bestellt und habe die dann sicher 2-3 Jahre eigentlich jeden Tag angehabt, kann man sagen. Und das war jetzt nicht, also jetzt nicht unbedingt eine gescheite Uhr in dem neuen Sinne, aber Timex an sich ist jetzt nicht. Aber es war sozusagen das erste Mal, dass du aktiv dir eine Uhr gekauft hast. Ja, genau. Oder? Also das ist ja der Punkt, dass man sagt, dieses Accessoire oder dieses Werkzeug Uhr kaufen. Genau. Und okay, bisher war es halt eher immer so Geschenkebasis, wo ich gesagt habe, die gefällt mir, die hätte ich halt gern zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ja. Und meine Eltern waren immer sehr, oder sind sehr, sehr offen, was Erziehung und Wahl betrifft, und haben das halt nie in Frage gestellt, dass das halt einfach immens schiere Uhren waren, die ich da haben wollte. Und haben wir das halt dann zu Weihnachten gekauft. Schier heißt übrigens komisch. Wenn man nichts versteht, manchmal ist kein Problem, ich übersetze dann einfach. Ich wohne selber schon ein bisschen länger in Österreich, ich verstehe das, oder komme aus Bayern, ich verstehe das ganz gut. Genau, also schirre Uhren, komische Uhren. Komische Uhren, ja. Genau, also okay, das war so die erste, wo ich so gesagt habe, die kaufe ich jetzt. Und dann ist es relativ schnell gegangen zu einer Omega Dynamic.
das ist um die 2000er hat es da eine Phase gegeben, wo sie die produziert haben. Die ist aktuell nicht mehr im Sortiment, also in keiner neuen Variante. Google ich mal schnell nebenher, die muss ich mal kurz angucken. Ja, und die hat einen Durchmesser gehabt von 36 mm, war dann nur mal ein bisschen kleiner wie die Timex. Aber das ist voll gut. Und hat so... Als Chronograph oder als... Als Dreizeigeruhr. Nein, diese ovale. Dreizeiger mit Datum. Oval. Das ist jetzt ein bisschen blöd, das gerade im Podcast zu besprechen, aber ich würde es auch in unsere Facebook-Gruppe posten. Ja. 10 past 10 findet ihr auch bei Facebook oder Instagram. Na, die hat so eine gelbe Comic-Schrift statt den Minuten. Also arabische Ziffern in so einer leichten Comic-Schrift. Ja. Und die hat dann gekostet, glaube ich, schon 1.100 Euro. Und da habe ich auch lange überlegt, weil eigentlich war ich immer schon, genau, die als Dreizeiger. Wo ist die? Ohne den Chronogramm. Die habe ich mittlerweile wieder verkauft. Ja. Die ist eigentlich ganz cool. Ja, wenn man die Geschichte sie dann zu Ende erzählt haben mit den aktuellen Uhren, passt sie einfach nicht mehr in die Sammlung. Und ich trage sie nicht und habe dann gesagt, das ist für mich schon so, dass die zwar alle eine Geschichte haben, aber ich finde es viel besser, wenn sie dann auch wieder, wenn anderen eine Geschichte erfüllen. Und irgendwer wird sich jetzt wahrscheinlich darüber freuen, dass er sich selbst jetzt die erste 1.000-Euro-Uhr oder die erste Omega gekauft hat oder was auch immer, bevor sie bei mir in der Box versauert. Ja. Übrigens nur als, wer sie suchen will, ist die 5240-5000, ist die Nummer. Omega Dynamic, gelbe Ziffern auf schwarzem Ziffernblatt, eigentlich sehr cool. Könnte fast ein Modell sein, was wiederkommt. Ja. Aber, so, und das erklärt auch so ein bisschen dein Faible für Omega, denke ich. Ja, zum einen und zum anderen, Omega, ich bin seit langer Zeit großer James-Bond-Fan, aber nicht wegen der Uhr oder so, sondern einfach wegen den Filmen und hat bei die, wo er quasi nur Rolex getragen hat oder auch Casio zwischendurch mit dem Fernseher drauf und so. Ziemlich geil. Ja. Und das war für mich eigentlich so der erste Weg zur Uhrenmarke Omega. Ja. Aber eine Zwischenfrage, würdest du ein aktuelles James-Bond-Modell tragen, wenn hinten auf dem Verschluss dieses James-Bond-Logo drauf ist? Nein, ich muss sagen, was diese Dinge betrifft, bin ich interessanterweise, das widerspricht sich ja extrem, weil die Uhren teilweise ja nur den Wert haben, weil das Logo drauf ist. Ja, aber jetzt, wenn wir jetzt die aktuelle nehmen. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der nicht gerne gebrandete Sachen trägt. Deshalb, ja. Also es ist witzig, dass diese, also das spießt sich da irgendwie gefühlt, weil die Krone ist ja auch ein Logo in dem Sinne, ja. Aber das 00, die 007-Schrift oder einen Sekundenzeiger mit 007 hinten als Gegengewicht, das würde ich nicht tragen. Ja. Nee, das ist halt auch mein Problem. Also wir reden jetzt gerade von der Omega Seamaster Diver 300 in der 007-Edition. Das ist übrigens auch das Band dran, was bei der Junghans dran war, also dieses Gewebte. Und ja, wenn da hinten irgendwie, ich trage halt nicht gerne eine Uhr, wo eine Marke draufsteht. Mhm. Und James Bond ist ja eine Marke. Hm. Und das hält mich wirklich davon ab. Also selbst wenn mir die Uhr gefällt, hätte ich keine große Lust drauf, die zu kaufen. Einfach nur, weil ich finde, eine Uhr, also kann man ja auch nochmal jetzt definieren, was ist eine Uhr für uns? Oder wir haben ja gleich auch nochmal so ein bisschen die Kategorie, wo wir uns Fragen stellen. Hm. Dann würde ich vielleicht noch einmal kurz dazwischen grätschen, womit hat denn die Sucht dann jetzt wirklich angefangen? Weil man kann ja fast schon sagen, wir zwei haben so ein kleines Problem. Und unsere Umgebung auch, weil die werden ja gerade alle reingezogen. Mit einem gezogen. Aber zum Teil auch auf irgendwie ganz nette Art und Weise, oder? Weil sie selber sagen, sie haben jetzt das oder das irgendwie erreicht und würden gern das feiern. Nee, richtig. Es ist ja eher so, dass es... vielleicht sind manche auch schon genervt, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, unser näheres Umfeld... zumindest schicken auch unsere Partnerinnen uns andauernd Uhren, denen ihnen gefällt, oder kaufen auch selber welche. Da werden wir sicher ein paar Folgen später auch mal drüber reden. Aber womit hat es denn für dich jetzt so angefangen? Ich glaube, wir können auch ehrlich sein. Ich habe mir die erste richtig teure Uhr, kann man ganz klar so sagen, vor 1,5 Jahren gekauft. Die Omega Speedmaster. Mhm. Einfach so eine Uhr, die ich schon ganz lange hinterher spechte. Ich spechte dahinter, ich wusste gar nicht, dass das so einer der Uhren ist bei Uhrensammlern. Also jetzt klar, wenn man sich YouTube-Videos anschaut und wie wir zwei auch irgendwelche Blogs folgt oder Hodinkee und so, diese Speedmaster ist ja immer da. Also fast schon
anstrengend manchmal. Ja. Und ich habe sie irgendwie mal gesehen und dachte mir, das ist die erste Uhr, die ich mir wirklich leisten will. Mhm. Die habe ich mir dann auch geleistet, als meine Firma das erste Mal so stabil war, dass ich mir dachte, okay, jetzt kaufe ich mir eine gescheite Uhr. So, damit ist es für mich eigentlich gekippt, weil dann dachte ich, dieses Gefühl, das erste Mal so eine Uhr zu kaufen in dem Preissegment, mag jetzt blöd klingen, dass man es auf den Preis reduziert, aber irgendwie in so einen Laden reinzugehen, mit diesen Verkäufern zu sprechen, mhm, auch ein bisschen sich erhaben, also ich bin jetzt einfach ehrlich, sich auch ein bisschen erhaben fühlen, mhm, dass man jetzt dieses Geld für so eine Uhr ausgibt und dass man so ein schönes Stück kauft, das hat mir irgendwie so gefallen, dass ich mir dachte, fuck, das ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf weiterzumachen. Genau, und das war bei mir eigentlich die Speedmaster, die alle. Mhm. Und damit ist es so für mich gefallen, wo ich mir dachte, okay, ich lese alles über Uhren, ich schaue mir alle, mhm, Videos an. Aber hat sie damit auch einen besonderen Platz, die Speedmaster? Jetzt abgesehen davon, dass sie einfach auch, wie du jetzt eher schon gesagt hast, in der Uhrensammlerwelt so einen Fixplatz hat in den meisten Kollektionen, aber trifft es für die auch zu oder bist du enttäuscht von der Uhr jetzt im Nachhinein oder hat sie alle Punkte erfüllt, die du dir gedacht hast, abgesehen von dem Kauferlebnis jetzt? Also ich finde, was die zwei Punkte, die mir an der Uhr am meisten gefallen ist, erstens ist sie echt wunderschön. Mhm. Also ich finde, ich schaue sie mir einfach gerne an. Das ist übrigens bei der Tudor, die ich heute trage, genauso. Es ist so eine Uhr, da gucke ich mal kurz drauf und denke mir, oh, schön. Mhm. Ja. Funktion jetzt mal dahin. Also was mich ein bisschen nervt, ist, dass man sie mal aufziehen muss. Mhm. Wobei die Automatikuhren, die ich habe, die ziehe ich auch immer auf, weil ich trage ja nicht jeden Tag die gleiche, mhm, Uhr. Das heißt, die muss man. Aber es ist irgendwie immer so, du musst halt dranbleiben. Ne? Mhm. Aber also ich finde die Optik wunderschön. Ich habe ja das neueste Modell. Ich finde auch das neue Band schön, das, mhm, Jubiläband. Und ich trage sie mindestens einmal die Woche. Und das ist auch so eine Uhr, wenn du unterwegs bist und du siehst sie bei jemandem, mhm, Arm, weißt du, der hat sich jetzt die Uhr nicht gekauft, weil er will zeigen, ich kann mir eine Rolex kaufen, mhm, oder, mhm, andere Marken, wobei da kommt man ja noch weniger dran. Auch ein Thema, was wir sicher mal besprechen werden. Sondern der hat sich die Uhr gekauft, weil er sich mit der Uhr beschäftigt hat. Mhm. Und da gehe ich auch oft ganz, also wenn die Situation sich gibt, gehe ich auch oft hin und sage einfach mal schöne Uhr. Mhm. Und dann erkennst du auch sofort an der Reaktion, okay, die wissen ja selbst, dass es eine schöne Uhr ist. Ja. Und deshalb sage ich eigentlich immer, wenn ich nur noch, deshalb ist es so schwierig, aber wenn ich nur noch zwei Uhren besitzen dürfte, mhm, wäre eine davon die Speedmaster. Mhm. Vor allem, weil es halt auch die erste ist, die ich mir selber gekauft habe und so. Also ich glaube, das ist eine Uhr, die möchte ich, mhm, meinem Kind oder meinen Kindern, mhm, eins, ob Männlein oder Weiblein, ist ja egal, weitergeben. Mhm. Mhm. Also die soll weitergetragen werden. Und das kann dieses Modell ja auch. Ja, ja. Genau. Also du hast sie auch? Ja, bei mir ist sie auf jeden Fall unveräußerbar. Ja gut, bei dir ist noch ein... Da gibt es eine ganz andere Geschichte dazu. Wenn wir jetzt darüber reden, vielleicht sollten wir irgendwie nebenbei so Notizen führen, aber ich glaube, was wir auf jeden Fall auch irgendwann einmal diskutieren sollten, weil du hast jetzt Handaufzug angesprochen, du hast Quarz angesprochen von Junghans, dass man sich mal über diese unterhalten, was spricht bei einem für eine Quarzuhr, warum Handaufzug, warum Automatik vielleicht, das ist glaube ich was, ja, was bei jedem ein bisschen anders ist. ja, also zur Speedmaster vielleicht ganz kurz, das war dann quasi die Uhr, die ich für den Abschluss des Doktorats bekommen habe, und zwar von circa 20 Leuten, also Familien und Freunden. Ich habe auch mitbezahlt. Ja. Genau. Und damit ist sie selbst, also... Ja, keine Frage. Also selbst wenn das jetzt, keine Ahnung, eine für mich unpassende Two-Tone Submariner mit blauer Lünette wäre, ja, wäre die unveräußerbar. Ja, dass es jetzt die Speedmaster ist, die neue mit dem Saphirglas und dem Sichtboden, ist einfach nur, macht es umso besser und macht es halt umso einfacher zu sagen, okay, das wäre die Uhr, die auf jeden Fall Bestand haben muss oder wo ich es auch möchte. Ja. Und ich glaube, weil du vorher gesagt hast, das ist ja so, dass du da oft oder manchmal dann Personen ansprichst, ich glaube, es ist eine der Uhren, die für viele so ist, dass sie sagen, sie haben nur diese eine Uhr und damit hat sich das Thema auch wieder erledigt. Mhm. Ich glaube, das ist eine von denen, wo man sagen kann, die haben sehr viele als eine Uhrensammlung quasi und wo sie sagen, ja, sie hätten gerne eine gescheite Uhr, das ist die und die haben dann diese Uhr. Ich glaub, denkst du eigentlich manchmal darüber nach, wie cool es wäre, wenn man nur eine Uhr hätte? Also dass dieser Drang gar nicht da ist. Also ich bin schon manchmal in der Situation, dass ich mir denke,
eigentlich schade, dass ich doch nicht die eine Uhr habe. Weil ich kenne ganz viele Leute, auch die tolle Uhren haben, die tragen über Jahrzehnte immer nur eine Uhr. Ja. Und das ist manchmal, glaube ich, auch sehr entspannt. Irgendwann vielleicht, aktuell ist es meine Sammelleidenschaft. Ja, und mein Leben ist schon geprägt von unterschiedlichen Sammelphasen. Okay, also du sammelst auch so, hast früher auch gesammelt? Ja, früher waren es DVDs. Mhm. Ganz komisch, aber das ist eher familiär gewachsen, würde ich sagen. Und dann waren es Kugelschreiber, Messer und jetzt sind es halt gerade Uhren. Und das erste Mal ist es also so, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Sammelleidenschaft, die einfach auch aufgrund der Preiskategorien nicht in einem Jahr abgehandelt ist. Bei Messer kann man die Diskussion genauso führen. Ja, man könnte wahrscheinlich würde jetzt irgendein Messer... Ja, würde auch sagen, du bist ein Trottel. Ja. Würde sagen, es gibt Messer für 10.000 Euro. Ja. Nee, verstehe ich. Ja, nur da war die Funktion viel, viel schneller eingeschränkt, weil das ist für mich ein Alltags... Ja, man braucht halt leider ein Messer nicht so oft. Gell? Ja, und sie sind, also ich hab immer eins mit in der Hosentasche und damit ist es halt auch so, es hat viel weniger eine Rolle, wie das jetzt ausschaut. Sondern viel mehr, welche Funktion erfüllt. Und damit war die Sammelleidenschaft relativ schnell befriedigt. Aber du magst eh gern schöne Dinge, gell? Ja. Also es ist ja auch, du magst ja auch gern Ledertaschen, Etuis. Genau. Also einfach, man würde vielleicht heute sagen, ein bisschen Gentleman. Also man kann ja auch sagen, deine Kleidung ist ja Gentleman-Style. Und da gehört natürlich auch eine gute Uhr dazu, ne? So. Ja. Und das ist, bei den anderen Dingen hat es das wieder verlassen. Also bei den Messern ist es jetzt hauptsächlich die Funktion. Wobei natürlich witzigerweise schon auf Basis der Griffschale entscheide, ob es zum Outfit passt oder nicht. Auch wenn man es nicht sieht, weil es in der Hosentasche ist. Also hat du weißt es halt. Ja, also es ist wie bei den Uhren, man weiß es halt selber. Ja, genau. Wie sind wir jetzt von dem, also von der Speedmaster, genau, wie Speedmaster, die Sucht eigentlich entstanden genau, ist? Genau. Also, kleiner Side-Fact, wir trainieren ja auch zusammen und wir standen mal an der Theke, da hatte ich glaube ich die Speedmaster gerade neu und du hattest schon eine schwarze Seamaster, ein Chronographen, ja. Und dann hast du, glaube ich, vor versammelter Runde gesagt, du möchtest dir eine Omega-Sammlung aufbauen. Ja. Das ist dann bis zu Speedmaster gegangen und dann war... dann war es vorbei. Genau, aber mit der Speedmaster war... Bevor wir uns kannten, warst du da schon in Uhrenläden unterwegs oder ist das jetzt einfach... Schon und mittlerweile bereue ich es, aber damals war es für mich so, das ist alles viel zu viel Geld. Okay. Und das war so Ende... Um 2018, 19, 20. Da hättest du noch richtig günstig kaufen können. Und da hätte man noch richtig günstig eine Sammlung aufbauen können. Ja. War für mich aber so, ich kaufe doch nicht zum Beispiel die Speedmaster für mittlerweile 8.000 Euro kostet die jetzt Liste gerade. Liste, ja. Und ja, also das war so mein Zugang. Und bin dann von der Omega Dynamic auf eine Seamaster gegangen, eben weil die aktuelle James Bond Uhr natürlich eine Seamaster ist. Ja, ja. Habe aber jetzt nicht die 3-Zeiger-Uhr gekauft, sondern einen Chronographen. Und damit ist eigentlich dann, war noch keine Sucht da, sondern es war eigentlich befriedigt. Und es hätte damit auch gepasst. Ja. Und so wirklich losgegangen ist es eben dann mit der Speedmaster, weil die von der Verarbeitung, von der Wertigkeit, von der Schönheit einfach nur mal ein, zwei Stufen auf die Seamaster draufgelegt hat. Ja. Ja. Vor allem, weil die Seamaster war Anfang der 2000er schwarzes Ziffernblatt mit diesem Wellendesign, das er quasi dann kurz einmal nicht gegeben hat. Ja. Rote Zeiger und diesem eher plumpen Stahlband, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, das ist halt nicht tailliert rundherum und sehr massiv wirkt. Ja, das habe ich dann gleich einmal durch ein NATO-Band ersetzt. Und erst durch den Sprung von dieser gebrauchten Seamaster auf die Speedmaster ist der Damm eigentlich dann gebrochen. Und um mir ein bisschen einzuschränken, habe ich eigentlich vorgehabt, mich auf Omega zu fokussieren, um zu sagen, okay, man kommt gar nicht in Versuchung, die anderen Designwunder und Funktionswunder irgendwie anzugreifen. Das hat halt genau 4 Monate funktioniert und dann habe ich mir einen Navitimer gekauft. Ja, und damit war es dann endgültig vorbei. War es dann vorbei. Ja. Ja. Genau, so ist die Sucht entstanden. Ja, ich habe ja den Fehler gemacht, dass ich mich nach der Speedmaster für eine total bescheuert Rolex Skydweller Two-Tone auf die Liste habe setzen lassen und dachte, okay, ja gut, das dauert jetzt 3-4 Jahre, bis ich die kriege. Man muss dazu sagen, Corona-Hochphase. Ja. Vielleicht sollte man das als Cliffhanger verwenden, weil wir haben jetzt
35, 40 Minuten. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ja. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal über die Skytrailer-Geschichte reden. Ja, das ist eine verrückte Uhr. Dann stellen wir uns doch noch gegenseitig jeweils eine Frage vielleicht. Ja. Machen wir noch als schönes mhm. Update. Wahrscheinlich kommt als erstes Feedback, warum sind die Folgen so kurz. Das ist bei Podcasts immer so, habe ich gehört. Aber wir variieren einfach mal. Der durchschnittliche Arbeitsweg sind 30 bis 40 Minuten, oder? So ist es, genau. Außer man arbeitet in den USA. So, hast du eine Frage? Jetzt habe ich gerade eigentlich die letzte Frage gestellt. Ja, wir haben überlegt, ob wir sie nicht drei Fragen stellen, aber ich würde gerne eine. Machen wir einfach jetzt mal zweimal eine und nächste Woche können wir ja dann. Die dritte stellen oder die zweite und dritte. Übrigens haben wir schon gesagt, wann die Folgen immer rauskommen? Ich glaube, wir haben mal drüber diskutiert, aber endgültig fixiert haben wir es nicht. Über Montag haben wir gesprochen. Genau, also wir versuchen es jeden Montag, die Folge rauszu blasen. Es wird natürlich jetzt nicht um 0 Uhr nachts sein, aber montags einfach. Ansonsten könnt ihr uns auf Instagram folgen, 10past10watchclub, einfach suchen. Und ich habe noch eine Facebook-Gruppe geöffnet, auch 10past10. Könnt ihr einfach suchen. Das Problem bei Instagram ist ja immer, irgendwie kann man mit seiner Community da nicht so ganz gut interagieren, aber dann könnt ihr auch mal eure Bilder hochladen. Also wenn ihr Bock habt, kommt einfach in die Gruppe rein. Genau, und dann sind wir verbunden. Wir freuen uns über jeden Follower und Hörer. Deine Frage. Wir haben, wie wir über die Rolex Submariner mal diskutiert haben, gesprochen über welche Variante dich interessieren würde. Die mit Datum oder die ohne Datum? Und deswegen meine Frage an dich ist, bist du grundsätzlich für ein Datumsfenster oder gegen ein Datumsfenster bei Uhren? Ich würde immer eine Uhr mit Datum nehmen. Einfach. Also was man diskutieren kann bei Rolex ist dieser Tropfen. Also kurz als Erklärung, es gibt ja diese Lupe, angeblich ist das daraus entstanden, dass bei der Frau von Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex, ein Tropfen auf der Uhr gelandet ist und die Zahl dann auf einmal ganz groß war und dann hat er sozusagen das auf einige Modelle setzen lassen, damit man die Datumsanzeige, die ja früher sehr klein war oder eigentlich immer noch klein ist, besser lesen kann. Die gefällt mir nicht immer so gut, weil es gibt ja natürlich immer so einen Fremdkörper auf dem Glas und es gibt eine ganz coole Facebook-Gruppe übrigens auch, Uhrenfreaks heißt die, ist eine deutsche Gruppe, bin ich drin, da wird dann auch gezeigt, wie man das entfernen kann und so weiter, wobei ganz ehrlich, bei einer 12, 13, 14.000 Euro Uhr würde ich jetzt nicht anfangen mit einem Rasiermesser da. Mit dem Stemmeisen. Ja, also, aber gut, wer will, der will, ne? Genau, aber ich finde die Funktion des Datums gut. Weil natürlich in der heutigen Zeit mit Handy und sowieso eigentlich bräuchte man keine Uhr, sitze ich aber trotzdem oft genug auch in einem Meeting oder am Telefon und jemand sagt, was für ein Datum haben wir denn heute? Oder also nicht die Frage, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und man schaut schnell drauf und okay, heute ist der 14. Ne? Deshalb. Ich liebe die Funktion. Ästhetik kann man wahrscheinlich drüber diskutieren. Das eigene Thema. Bei dir? Du magst nicht so gerne. Du nutzt es gar nicht, sagst du. Du stellst es oft gar nicht. Nein, und das ist einer der Gründe, wieso die Submariner unbedingt ohne Datum der Klassiker von den beiden ist, meiner Meinung nach. Und warum mich auch die Explorer so anspricht, weil sie diese Datumsfunktion bei Rolex jetzt nicht hat. Bei anderen Uhren wie der Speedmaster ist es genau das Gleiche. Da hat es aber jetzt weniger die ästhetischen Gründe, weil Omega jetzt diesen Zyklopen nicht verbaut, der diese Symmetrie noch mehr stört. Ja. Aber auch, weil ich die Funktion eigentlich so nicht verwende. Und am meisten merke ich das bei einer Uhr, die ich von der Kathi, meiner Freundin, bekommen habe, nämlich einer Datejust, die diese Quickset-Funktion noch nicht hat, also eine Vintage-Datejust. Und ich merke einfach, ich ziehe die Uhr auf und verwende sie wie eine ganz normale Dreizeigeruhr ohne die Komplikation. Weil ja, aber du bist doch sonst so ein Monk. Ja, das stimmt. Das macht mir nicht wahnsinnig. Das weil ich würde es ja fertig machen. Und ich bin ja kein Monk bei vielen Dingen. Ich bin ja eher so ein lachsiger Typ. Und wenn das Datum nicht stimmt und die Uhrzeit nicht stimmt, könnte ich niemals die Uhr tragen. Beim Datum ist es mir erstaunlicherweise egal, weil ich nicht drauf schaue. Okay, ja, und gut. Das, ja, also da bin ich eher der ohne Datumsfunktion. Okay. Ja. Genau. Wenn du eine Sammlung haben dürftest,
3, 5 oder 10 Uhren, was wär deine perfekte Menge? Ohne eine Budgetlimitierung zu haben. Budget ist jetzt erstmal wurscht, okay. Aber also du müsstest eins davon nehmen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, ja, natürlich nehme ich die meisten, aber auf der anderen Seite, was ist so das Gefühl, was wäre für dich die perfekte Sammelmenge? Also die du selbst jetzt gar nicht einhältst, weil du wahrscheinlich mehr Uhren hast als das, was wir gerade genannt haben, wo wir auch noch drauf ankommen, auf unsere Sammlung. Ja. Genau, also was wäre so die für dich eigentlich die perfekte Menge Uhren? Also es ist für mich, glaube ich, relativ einfach. Ich würde die jetzige Sammlung jederzeit gegen eine 3-Uhren-Sammlung tauschen, wenn das Budget egal wäre. Was wären die drei? Haus schnell raus. Also es wäre ganz sicher die Speedmaster. Die du behalten würdest? Die ich behalten würde. Ich würde es dann ergänzen um eine ältere Royal Oak von Audemars Piguet, die entweder 36 oder 39 mm hat, weil die 9 sind mir einfach wieder zu groß. Zu massiver. Und die ideale Größe für mich wäre die mit 36 mm. Ja. Das wäre so die zweite. Damit hat man eigentlich jetzt zwei Sportmodelle abgedeckt und die dritte wäre mit Sicherheit die Rolex Datejust von Ducati. Ja. Das ist eine Two-Tone-Variante, die aber ein Lederband hat und damit nicht so flashy wirkt und aufgrund des Alters auch nicht so eine sehr stark geriffelte Lünette hat, nee, einfach weil sie schon ein bisschen älter ist. Ja. Und die man auch als Dresser tragen kann. Genau, und ich würde die Vielfalt, die jetzt besteht, jederzeit gegen das tauschen. Ja. Muss aber sagen, dass bei den aktuell einfach sehr hohen Preisen von den AP-Uhren, wobei natürlich die 36 mm weit nicht so weit nicht so unerreichbar sind, ja, aber aktuell tue ich mir einfach schwer, das irgendwie zu rechtfertigen. Ja. Also ich glaube, ich wäre bei den dreien, wenn das Budget egal wäre. Ja. Wobei es natürlich eine 5er-Variante auch geben würde. Also so ist es jetzt nicht. Es gibt wahrscheinlich auch eine 20er-Variante, aber ich habe mir mal gedacht, so, vielleicht jetzt auch zum Abschluss, wenn ich es, also jetzt probiere ich einfach mal aus, aber wenn ich es vielleicht irgendwann mal einstampfen sollte, weil auch manchmal ist es ja auch finanziell eine Frage oder Uhren sind ja auch, also auch wir sehen es ja manchmal, auch wenn es nicht alle gern hören, aber auch ein bisschen Anlage. Und ich würde es vielleicht echt auf eine 7er, einfach nur die Möglichkeit zu haben, jeden Tag eine andere zu tragen. Und da muss es jetzt nicht eine OP, eine Patek und eine lange sein und so, sondern da kann auch eine schöne Casio dazwischen sein. Oder ich habe mir jetzt ganz neu zwei Seiko gekauft. Übrigens bitte nicht sauer sein wegen der Aussprache der Marken. Ja, das ist ein eigenes Video, da holen wir sie dann einen Experten, der genau, uns das beibringt. Genau, Französisch, also ich hatte kein Französisch, ich glaube 2 Jahre Französisch in der Schule, aber Audemars Piguet, ja egal, also AP, Neudeutsch. Genau, aber oder Seiko. Immer AP. 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 Ja, also pff, ich kaufe mir eine AP, was soll's, gell? Nee, genau, also ich habe mir jetzt zwei Seiko gekauft, irgendwie für 200 Euro das Stück, die Sport 5. Aber das sind einfach Uhren, die mega Spaß machen und die ich jetzt gerade echt gern trage. Und deshalb, aber es wäre so die Möglichkeit, jeden Tag eine andere zu tragen. Das wäre eigentlich meine Wunschsammlung irgendwann mal. Jetzt gerade ist ein bisschen mehr. Damit bleiben natürlich auch einige liegen. Und es kommen ja auch ein paar neue jetzt in nächster Zeit. Aber da würde ich sagen, sprechen wir einfach nächsten Montag drüber. Ja, sehr gerne. Dann irgendwo auf der Welt ist es jetzt bestimmt 10 nach 10, weil bei uns ist es 10 nach 6. Ja. Bei uns ist es 10 nach 6. Das Rätsel, warum unser Podcast 10 past 10 heißt, könnt ihr ja mal bei Instagram schicken als Nachricht. Ich denke mal, wer sich mit Uhren auskennt, weiß warum. Ansonsten Cliffhanger nächste Woche, Skydweller und warum heißt unser Podcast 10 past 10? Ciao. Danke fürs Gespräch. Ciao.